Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Chevrolet Corvette ist seit über 50 Jahren der Goldstandard amerikanischer Sportwagen und seitdem aus dem Rennsport nicht mehr wegzudenken. Die Konstrukteure der neuen Version wagten nun das Undenkbare und versetzten den vielfach gekrönten bahnbrechenden V8-Motor, um einen unvergleichlichen Mittelmotorwagen zu schaffen. Durch die neue Plattform und Gewichtsverteilung. Ich finde die alten Corvettes aber schöner. Vergessen, was sie je gelernt haben, um Erfolg zu haben. Ich meine, die ist nicht eine schlecht, wahre aber. Corvette-Revolution. Also, wer wird in dieser schönen neuen Welt als erster die karierte Flagge erreichen? Schauen wir mal. Vor allem die Einstellung müssen wir jetzt erstmal gucken. Das letzte Mal, wo ich gefahren bin, bin ich tatsächlich am Simrig gefahren. Offline. Und, ja, müssen wir schauen. Oh, zockst du häufig? Hehe. So, gucken wir. Zwei Stück haben wir im Besitz. Das ist eine aufgetunt. Komm, wir nehmen die Forza Edition. Fangen wir damit mal an. Ja, nimm's. Jetzt. So. Das ist bei Schwierigkeit. Haben wir noch auf 5 mit Expertenregeln. Na, genau. Finnland. Na, dann hau mal rein. Oh, guck mal. Leistungsindex 800. Und wir haben nur 700 und nur 400 verfügbar. Das ist natürlich nichts. Dann machen wir mal eben hier automatische Upgrades. Weil viel können wir damit eh nicht reißen. Gut. Und dann Grand Oak, Grand Oak. Boah, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Das ist ja auch eine Strecke, die ich so noch nicht so oft gefahren bin. Von daher müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Ja, wie läuft's so? Bist du am Gewinnen oder machen sie dich fertig? So, Grand Oak. Ach, ja, jetzt erkenne ich sie wieder. Mit der, die letzte Kurve vor der Zielgeraden ist eine Linkskurve, die man mit Vollgas nehmen kann, wenn man richtig, trifft. Achso, gerade ist gestartet, okay. So, müssen wir eben gucken hier. ABS ein, Gaspedal nicht unterstützt, Lenkung Simulation, automatisch in die Box. Ja, Traktionskontrolle Sport, Schaltung automatisch. Ja, das lassen wir nochmal so. Das ist doch ganz okay. So, Achtung. Bin ich mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. Oder wie lange ich brauche, um da wieder reinzukommen, sagen wir mal so. Ja. Das war so die Zeit der Bürgerkriege tatsächlich. Der Bürgerkriege. Oh. Okay, die ist spiegelverkehrt. Oder habe ich die falsche in Erinnerung? Kamera da in Ordnung? Oder wollen wir lieber oben rechts machen?
Oben rechts ist ja nur... ne? Komm. Gehen wir mal oben rechts. Kann man den Chat auch besser lesen. Oh, wow. Fühlt sich sehr schwer an, das Auto. Also von der Masse her. Nehmen wir mal die Kamera. Und schauen mal. Nee, der Deutsche nicht so. Okay, die Rundenzeit haben wir schon geschlagen. Das ist ja schon mal gut. Gleich in der ersten Runde. So, das ist vorbei, Digga. Jetzt haben wir die Corvette auch mal von hinten gesehen. Wow. Wow, wow, wow. Oh nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, wow, wow. Da wolltest du wegdriften. Die Sau. Hey! Oh, warte. FemRSL, vielen Dank für dein Follow. Guten Abend. Na, alles gut? Was hast du getrieben heute? Auch fleißig am Arbeiten gewesen, ja? So. Vorsichtig. Also, ich könnte mir echt mal überlegen, das Simrig hier an den PC zu bauen, anstatt, gar nichts gebaut. Anstatt, mich ständig zu ärgern über das Setup da hinten. Das werde ich mal wieder mit dem Lenkrad fahren können. Oh, jetzt bei der Nachtarbeit. Heieiei. No problem. No problem. So you prefer English, I guess, yeah? That's no problem for me. This is an international channel, so no worries. No? Where you're from? Oder wo kommst du her, wenn das Deutsch besser ist für dich? Slowenien. Oh, okay. Also, verstehst du jede Sprache ein bisschen, okay? Dann können wir ja auf Deutsch bleiben. Wenn es mit dem Schreiben Probleme gibt, kümmere dich nicht drum. Es gibt auch genug Deutsche, die nicht Deutsch schreiben können, also... da mach dir mal gar keine Sorgen. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Musst dir nur mal die PISA-Studie angucken. Das ist schrecklich.
Ist ja was so, also durch diese ganze Internetwelt, ne, TikTok und was weiß ich und WhatsApp und Gedöns, alle schreiben immer nur komische Abkürzungen ohne Grammatik und halbe Sätze. Wie sollen die da richtig Deutsch lernen? Ist doch klar. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Wow, wow, wow. Das war ein sehr knappes Überholmanöver. So. So, du hast Nachtschicht. Was arbeitest du denn, wenn ich fragen darf? Ich meine, nicht auf jeder Arbeit hat man die Möglichkeit, Twitch zu gucken. Da wäre das schon interessant, aber musst du nicht beantworten, natürlich. Wow, wow, wow. Tja, wie heißt das bei uns? Ah ja, okay, okay. Also so ein Nachtwächter quasi. Ist bestimmt auch ein sehr interessanter Job. Wird wahrscheinlich nicht sehr oft was los sein. Aber wenn, dann wahrscheinlich richtig, ne? Hauptberuflich Malermeister. Sehr geiler Beruf. Absolut. Sehr, sehr geil. Ich meine, viele werden jetzt denken, jo, da geht es um Renovieren und so weiter. Aber nee, Malermeister machen so viel mehr. Dieses Bilderkratzen in Glas zum Beispiel, das ist faszinierend. Ja, das gehört ja auch zu dem Beruf. Supergeil. Ja. Covid hat viel kaputt gemacht, ne? Viele Berufe. Viel Immunsystem. Tja. Können wir froh sein, dass das vorbei ist. Mal abwarten, was als nächstes kommt. Irgendwas ist ja immer. Wow, wow, wow. Wow. Lässt sich aber gut fahren, die Corvette. Ich bin überrascht. Tatsächlich. Italienische. Oh, schön. So mediterran quasi. Cool. Und das machst du jetzt seit Covid gar nicht mehr? Das wäre ja richtig scheiße. Oh nein, nein, nein. Eieieiei. Da war ich ein bisschen zu weit links. Ja klar, für die Bekannten machen wir das natürlich gerne. Das ist klar. Aber sehr schade, den Beruf zu verlieren. Was Auto? Manchen kaputt? Ja klar. Für umsonst ist es nicht, natürlich. Natürlich.
Ja, klar. Jetzt hast du deinen Nachtwächterberuf. Kannst nebenbei noch ein bisschen deinen Freunden und Bekannten helfen für ein kleines Trinkgeld. Klar. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich habe ja auch noch einen Hauptberuf, den ich ausübe, ne, in einer Spedition als Disponent. Das Twitch und YouTube und so weiter, das mache ich ja nebenbei. Bin jetzt seit Januar Affiliate. Und habe jetzt am Montag hab ich einen Termin auf dem Gewerbeamt, wo ich dann ein Kleinunternehmen anmelden muss. Oh ja, harte Arbeit als Disponent. Auf jeden Fall. Ich mache das schon 23 Jahre. Und war schon zweimal in Reha, in psychosomatischer Reha. Hab schon einen Burnout gehabt. Also, ja. Ein harter Beruf. Ja, Psycho. Das geht sehr schnell. Sehr schnell. Ist sehr anstrengend. Sehr viel Kopfsache. Herzprobleme natürlich. Am Montag ist die Beerdigung von einem unserer Disponenten. Der ist in Rente gegangen. Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres. Und hat einen Herzinfarkt gehabt. Das passiert leider sehr, sehr oft in dem Gewerbe. Ne? Entweder die Disponenten oder die LKW-Fahrer. Wenn die in Rente gehen, ne? Dann ist der ganze Stress weg. Und damit kommt das Herz nicht klar, ne? Wo dann jahrzehntelang immer unter Volllast war. Und dann kann es passieren, dass man einen Herzinfarkt bekommt, ne? Da muss man so vorsichtig sein. Das ist ganz, ganz schlimm. Danke für dein Beileid. Ja, es muss sein. Klar. Ja, ich hab dich schon verstanden. Muss dir keine Sorgen machen. Ja, stimmt. Da hast du vollkommen recht mit so einem Rallye-Auto-Vergleich. Das stimmt. Die kannst du nicht in der Stadt fahren. Das geht nicht. Ne, 30er-Zone oder so. Das funktioniert nicht. Die müssen gefordert werden, die Autos. Ist ja auch so mit den Supersportwagen, sag ich mal, ne? So Lamborghini oder so. Die kannst du nicht in die Stadt fahren. Da fährst du im ersten Gang, um 50 zu fahren. Dann machst du dir alles kaputt damit. Die müssen auf die Strecke, die brauchen Leistung. Ja, genau. Wenn sie in der Garage stehen, gehen sie kaputt. Da verharzen die Leitungen und alles. Das ist... So ist das leider. Ein Mann muss sein Lambo kaufen. Ja, ist schön, wenn man Ziele hat, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein Lambo wäre mir tatsächlich zu wild. Was heißt zu wild? Zu auffällig, weißt du? Lieber irgendwas so Sleeper-mäßig. Und wenn es nur ein M4 ist zum Beispiel, ne? BMW M4, der dann aber hochgezüchtet ist auf 800 PS oder 1000 PS, da hätte ich mehr Lust drauf. So. Das wäre so meins. Oh ja. So, mal kurz was trinken. So, und du spielst auch gerne Autospiele? Oder wie bist du auf mich gekommen? Hey, Trabi, ohne Scheiß.
Lass das mal, boah, wie alt war ich denn da? 1996 ungefähr, 1997 vielleicht. Da war einer, ich weiß nicht woher, irgendwo aus dem Osten. Da war hier zu Besuch. Wir haben so ein großes Weinfest hier, das größte der Welt. Und irgendwie habe ich den kennengelernt, an irgendeinem Stand oder so, keine Ahnung. Und der hat einen Trabi gehabt mit einem Porsche-Motor drin. Und dann bin ich mit dem mitgefahren, ich und noch ein Kumpel. Da sind wir von Dorf zu Dorf gefahren. Ich habe Angst gekriegt. Das war so schnell. Das war der absolute Wahnsinn. Du lebst mit Forza, das ist ja sehr gut. Also ich auch. Als das Forza Motorsport rauskam, ne? Da habe ich 13 Wochen vorher habe ich angefangen, Road to Forza habe ich das genannt. Da habe ich alle Forza-Teile gespielt auf den Original-Konsolen, ne? Auf der Original-Xbox, ne? Forza Motorsport und auch Forza Horizon. Auf der Original Xbox, auf der Xbox 360, dann auf der One X und auf der Series X. Sehr geile Playlist auf meinem YouTube-Kanal, muss mal gucken. So die Vergleiche, ne? Ich habe versucht, immer die gleichen Strecken zu fahren, damit man sieht, wie sich die Grafik entwickelt hat und die Physik und so. Super geil, richtig cool. Sponsoren und Donuts für deine Paintjobs. Ja, geil. Sehr geil. Ich finde das sehr schwer, die Paintjobs zu erstellen hier. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist die Lage? Ja, Famos, das musst du unbedingt mal angucken. Ist sehr, sehr geil. Ja, das ist Schauder, oder? Warum ist das so klein? Warte mal. Schnell, schnell, schnell. So muss das. Groß muss das. Guck mal, vielleicht hier. Jumpscare hat nicht funktioniert. Haha. Machen wir so da rein in die Mitte. Dann sieht man das besser. Ist verbuggt mit dem Update, also noch mehr verbuggt. Ich weiß gar nicht. Also ich habe das jetzt seit Wochen nicht mehr gespielt und wollte. Oh, oh Gott. Hypnotics Prite, sage ich jetzt mal. Vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Oh. Doch nicht vielen Dank. Ja, ja, ja. Raus aus meinem Kanal, du Bot. Fortnite schon wieder? Ich hab da ja auch irgendwie Blut geleckt, ne? Das macht schon Spaß, muss ich gestehen. Fangen wir hier an. Das macht schon Laune. Als das mit dem Simric vorhin nicht geklappt hat, ne? Weil der PC wieder irgendwie gesponnen hat. Da habe ich schon überlegt, ob ich Fortnite anmache. Aber ich mir gedacht, nein, ich muss unbedingt mal wieder Forza spielen. Für Fortnite. Aber ich glaube, Fortnite nehmen wir ins reguläre Programm mit auf. Das ist zu gut, um es nicht zu tun. Forza. So, 5 Runden. Dann nehmen wir mal Sprit mit für... Hoppala. Für 6. Okay, gucken wir mal, ob wir da was reißen können. Fortnite kannst du bevor sleep. Ja, ich habe das letzte Woche. Da war das letzte Woche. Ich glaube letzte Woche. Das erste Mal gespielt. Und ja, war ganz lustig. Gerade mit den Leuten aus der Community macht das sehr viel Spaß. Also das ist schon cool. Ich bin nicht gut, aber der Spaß ist halt da. Ja, genau, Zeus. Das meine ich. Das macht dann richtig Spaß mit uns Bekloppten.
die Fantastischen Vier. Ey, der bremst da. Wow. Oh, meine Bremsen sind aber ziemlich übel, muss ich zugeben. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa eine halbe Sekunde. Weil die nicht fahren können, kriege ich eine Strafe. Sechster sind wir. Fünf Runden, das sollten wir wohl schaffen, Erster zu werden, oder? Hey! Was sind die so aggressiv? Also die KI scheint sich ein bisschen verschlechtert zu haben. Die Siegesmelodie, genau. Und wenn Maverick dann kurz davor ist zu ersticken. Ich habe es zweimal geklippt beim letzten Mal. Und Cottbus, ne? Dem seine Frau, die hat dann dazu geguckt, ne, wo wir gezockt haben, und hat dann Maverick gehört. Und ist bald von der Couch gefallen vor Lachen. Die war richtig entertained. Sehr, sehr geil. Ja, das Penalty-System ist nicht so. Was ganz okay ist. Also im Vergleich zu den vorherigen Teilen, wo du ja eine Zeitstrafe gekriegt hast, wenn dich jemand angefahren hat, fand ich richtig fies. Das ist jetzt schon etwas besser, aber es ist halt kein Simulator, ne? Es ist halt immer noch ein Spiel. Sollte man nicht vergessen. Von daher ist ganz okay so. Oh, Zweiter sind wir schon. Oh, nein! Oh, verbremst, verdammt. Okay. Atme nicht vergessen. Genau. So geil. Ja, Flaggen, da gebe ich dir recht. Die fehlen total. Gelbe Flagge, wenn was ist. Grüne Flagge, wenn es weitergeht. Blaue Flagge, wenn es schneller kommt. Das fehlt wirklich. Weil das gibt dann auch so ein bisschen mehr das Gefühl, ein Rennen zu fahren. Und nicht einfach nur jetzt da mit ein paar Jungs auf der Strecke rumzucruisen, sag ich mal. Ja, die sind da ja am rumbasteln. Das wird schon noch werden, denke ich. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so Live-Service wird. Ne, dass jetzt kein weiteres Spiel rauskommt, sondern dass sie hier dran weiterarbeiten. Und es immer wieder verbessern und so. Das wäre ja wünschenswert. Aber ich glaube, da fehlen denen dann zu viel Einnahmen. Ich meine, es ist im Game Pass, klar. Turn 10 und Microsoft gehören zusammen. Aber trotzdem fehlt halt die Einnahme der Spieleverkäufe. Nicht nur die Season Passes und Gedöns. Ja, genau, es ist ein Race-Game. Da hast du recht. Hoppala. Wow, wow. Ja, wie konnten die das nur vergessen? Ja, das Problem ist halt mit diesen Live-Service-Games. Ich weiß noch, als Destiny rauskam, da war ich in Köln auf der Gamescom. Da haben die ein Kino aufgebaut, ne, wo man dann da rein konnte, und haben die das vorgeführt. Und dann hieß es, das Spiel wird für 10 Jahre supported. Immer wieder neue Inhalte, Verbesserungen, bla bla bla. Also wenn ich mich recht entsinne, hat das keine 2 Jahre gehalten.
Dann kam Destiny 2. Und naja, da gibt es so viele Beispiele. Ich meine, mittlerweile sieht die Situation ein bisschen anders da aus. Vor allem, weil da halt Microsoft die Hand drüber hat. Also, man kann hoffen, dass es wirklich so wird, dass sie das einfach nur stetig verbessern. Aber ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Ich meine, es ist ja schön, dass die Strecken hinzufügen und mehr Autos hinzufügen. Aber das haben die schon immer gemacht. Das ist nichts Neues, auch wenn sie das als super Feature anpreisen. Das war schon immer so. Deswegen, ich bin mal gespannt. Es müssten mehr Challenges sein, die letzte Logitech 4. Ja, echtes Geld würde ich nicht spielen. Das würde ich nicht machen. Klar, das bringt viele rein, definitiv. Aber das hat dann wieder Glücksspielcharakter. Ne, und da bin ich kein Freund davon. Egal, ob Slot Machine oder keine Ahnung. Battle Pass für Fortnite. Lootboxen von EA. Das ist alles so. Oder FIFA, ganz schlimm. Da bin ich kein Freund davon, muss ich sagen. Ich meine, es ist schön, wenn es mal so Events gibt, ohne dass man jetzt da was Großes bezahlen muss. Keine Ahnung. Zum Beispiel 10 Euro, um antreten zu dürfen und man mindestens 5 Euro wieder zurückgewinnen kann. Egal welche Platzierung, das wäre in Ordnung. Das fände ich okay. Brands Hatch, hehe. Bathurst. Nicht in der Art. Ich habe das nicht mitgekriegt mit dem Logitech Challenge. Keine Ahnung, was da war. So, bin mal gespannt, was für eine Strecke. Und. Weiter. Oh, das ist aber cool. Das ist cool. Also war das. Also, das hieß nicht nur Logitech Event, das war von Logitech, ne? So Sponsored Event. Das ist dann cool, ja. Wenn man dann auch noch Hardware gewinnen kann und so. Das finde ich nicht schlecht.